So, vorletztes Ligaspiel, Darmstadt 98, ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, gegen den sieglosen Tabellenletzten. Das heißt, ich darf ein bisschen wieder rotieren. Wir haben Atletico ausgeschaltet mit 2-1 auswärts, nach dem 4-1 zu Hause. Erneut eine Madrider Mannschaft mit 6-2 gebügelt, nach der Runde zuvor Real. So, da kommt ein Transferangebot für Bella Kotschap rein. 10,5 Millionen möchten die haben. Crystal Palace möchte ich. Nee, Sporting. Tut mir leid, dass ich euch da jetzt gerade so ein bisschen da hochsitzen muss. Aber wenn ich ehrlich bin, der wird mir so schnell nicht gehen. 10,5 Millionen bieten sie. Klar, der hat seine Leistung gebracht bisher und naja. Okay, Darmstadt, wie gesagt, 98, der Tabellen 18. Bis jetzt ohne jeden Sieg. Das sollte eigentlich lösbar sein und selbst wenn nicht, ist es dann auch egal. Und ich werde jetzt ein bisschen rotieren. Weil, ja, ich habe nichts zu verlieren und da brauche ich auch nicht groß irgendwas zu probieren. Ludwig raus, Kubilanski mal rein. Für Kalajdzic. Aber Kalajdzic kann ja auch von Anfang an spielen. Ein Spieler, ich meine, es ist nämlich ein Richter aus dem Kader. Das ist aber auch, wie gesagt, nur einfach irgendwelche Gründe, dass ich da sagen kann, ja. Aus Fitnessgründen einfach. Oder wie gesagt, sagen wir mal so, das sind taktische Gründe, um die Jungs fit zu halten. Und wie gesagt, Darmstadt 98 ist jetzt der nächste Gegner. Das wollen wir natürlich heute auch gewinnen. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein, denn er hat sein Karriereende bekannt gegeben und darf hier auch von Anfang an ran. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Die Wetterbedingungen könnten besser kaum sein und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Darmstadt 98 gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzt. Die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht. Halt so, der ja bei uns jetzt mittlerweile spielt. 5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten? Und vor dem Sturm Post Malone. Keine Ahnung, wie der richtig heißt. Ist mir auch egal. So, während jetzt noch die Schiedsrichter abgeklatscht werden und wir, wie gesagt, viel rotiert haben. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke. So, und auf geht's. Also Darmstadt, wie gesagt, der Tabellenletzte, sieglos. Nur 8 Unentschieden sollte eigentlich zu schaffen sein. Aber im Fußball ist alles möglich. Man hat, wie gesagt, nichts zu verlieren. Die sind abgestiegen. Gut, wir eigentlich auch nicht mehr, weil wir haben die Meisterschaft klar. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, noch ein, was zu machen ist. Nämlich Alario zum Torschützenkönig küren. Und das ist Tor Nummer 1 heute. 5. Spielminute. Düsseldorf haben wir zu Hause mit 8-0 geschlagen. Mal gucken, was heute in Darmstadt drin ist, vom Ergebnis her. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Hm.
So, erster Schritt ist gemacht. Schalke 04 liegt in Führung. Die Nummer 13, Lucas Alario. Toller Pass. Mille. Und da wäre das Tor für Darmstadt-Banner gewesen. Dieses 2-1 nach 9 Minuten. Also der Winkel einfach zu spitz. Ja, die Schalker, der, ihr trifft der Tabellenletzte sieglos auf den Meister. Und Champions League-Finalisten. Was? Doan. Außen. Vorbei. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Der heute, wie gesagt. Mal wieder einen Vorzug bekommen, mal wieder ein bisschen Spiel. Das macht er ja, darf er ja in der Liga momentan öfters. Ich glaube, wir haben jetzt ja kaum mal einen Spieler, der ohne Einsatz ist. Oder einfach jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen noch ein bisschen Laune brechen, die Spieler mehr Laune halten. Wenn es dabei bleibt, dann ist Alario. Dann ist das der Titel. Und klar, die können es kaum noch erwarten. Da verlieren sie den Ball. Ja, ich sehe durch schon den Titel. Wir haben 8 Punkte Vorsprung noch vor diesem Spiel gehabt. Das waren so noch 2 Spiele und damit ist das eh durch. Was du mal? Könnte jetzt was werden. Da springt er über die Grätsche. Glück gehabt. Jetzt ist er vorbei. Oh nein, er hat wieder so einen Verletzten. Berko. Viktor Palsson. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Ganz energischer Einsatz. Sosa. Fängt diesen Ball ab. Glück gehabt. Gibt hier Vorteil für Schalke. Die treten aber ganz schön, die Darmstädter, muss ich sagen. Schon als mehr, nicht als die erste Situation. Jetzt ist gefährlich. Lucas Alario. Gefährliche Szene. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Ah, schade, ne? Immer mal wieder. Die Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Das, warum nicht? Einfach mal das ausprobieren. Der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Also im Griff haben wir es scheinbar. Aber wie gesagt, das ist halt Fußball. Es kann auch passieren, dass Darmstadt hier heute irgendwas von uns abnimmt. Seung Mo Paik. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Mille. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Es gibt zumindest die Ecke und die ist auch richtig. Schön weggegrätscht da. Jetzt kommt die Ecke. Er wirft sich in den Schuss. Und raus damit. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Informationen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Neuer Spielstand damit 1:0. 33 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für das Update. Ich komme aber auch nicht wirklich momentan in solche Situationen, wo ich sagen kann, also dass ich immer mal wieder versuche, natürlich die Konter zu setzen oder immer mal wieder was versuche. In den freien Raum. Gute Chance. Jetzt vielleicht mal Alario. Fällt das Tor doch noch. Und der Keeper verhindert den nächsten. Ja, ach, bleib ich doch nicht weg. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Bostuan. Gute Aktion. Ahnt hier diesen Pass. Ich will Alario da vorne rein in den Dings bringen. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Vielleicht jetzt doch noch mal Alario. Nö. Also der kriegt es gerade außer das eine Tor ist ja nicht hin. Pause. Und immer wieder steht ihm einer auf dem Fuß. Wenn es so weitergeht, dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute. Das wäre ein Riesenerfolg. Aber wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft. Die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert bleiben. So, also geht es gleich weiter in die zweite Halbzeit.
Dortmund-Bremen, ja gut, das ist jetzt eh mehr oder weniger gerade unwichtig. Schalke kann zufrieden sein mit der bisherigen Leistung. Die Saison ist ja gegessen, die Champions League ist da. Da wollen wir natürlich den Titel holen. Aber Burkhardt erstmal jetzt. Ja. Also Darmstadt kriegt es momentan eher ein bisschen hin auf Zerstören aus. Die Spiele zu zerstören. Oder sagen wir mal so, die wollen sich ja eher mit Würde verabschieden. Und es steht nur halt 1-0. Berko. Darmstadt lässt den Ball auf. Der Eingabe in die Mitte. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Bloß keine Elfmeter provozieren jetzt hier. Center. Der ist natürlich sauer und ich bin als Trainer ein bisschen, auch ein bisschen gefällt mir gerade nicht, weil Darmstadt momentan A zu viel macht und B, wir unsere Chancen, die wir so haben, nicht nutzen können bisher. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Geht dazwischen und hat den Ball. Und auch dieser Ball ist eigentlich, eigentlich futsch. Auch der ist sehr kunstsicker. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, melden Sie sich bitte. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Ja, eigentlich war darüber spekuliert worden, wie hoch gewinnen wir nur. Ne? Es steht nur 1-0. Sind 57 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Seung Ho Paik. Ich meine, ich habe viel rotiert, aber... Auch der ist weg. Die Bälle sind zu einfach gerade weg. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Horn. Und da ist der Ball wieder weg. Ne. Mercan. Will da jetzt ein bisschen hingehen. Viktor Palsson. Seung Ho Paik. Guter Pass jetzt. Es ist gerade einfach alles zu gefährlich, gerade was da Darmstadt macht. Und wenn ich ehrlich bin, ist es, brauche ich mich fast gar nicht gewundern, gerade wenn der Ausgleich jetzt fällt. Pfosten. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel. 67. Minute, viel ist momentan von Alario kaum mal irgendwie da darauf. So, vielleicht kann Abseits, wenn wir Glück haben. Jetzt haben wir mal wieder eine Chance, aber Alario zieht vorbei. Ganze hier deutlich entspannter anschauen. Ja. So bleibt spannend. Und zwar zu spannend, meiner Meinung nach. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Viktor Palsson. Das ist schade, abseits. Er wäre durch gewesen, aber so wird abgepfiffen. Abseits. Lucas Alario. Lucas Alario. Er ist da und kann du kriegst klären. Es momentan nicht wirklich hin. Das ist das Problem. Ach komm schon, ey, da war doch kein Foul dabei. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die 78. Minute, also wieder nur 1-0. Wie gesagt, nochmal, Darmstadt ist eigentlich so ihr absolut Kanonenfutter dieser Liga. Diese haben noch keinen Sieg geholt und kriegen es jetzt momentan in die Großen, uns zu ärgern, als Meister das zu ärgern. Sieht durchaus vielversprechend aus. Chance zur Flanke jetzt. Und dann kommt solch ein Pass raus. Das Spiel geht in die letzten Minuten noch. Ich hatte das mal den vernünftig mal auf dem... Ich befürchte, dass wir echt noch ein Ding kriegen. Horn. Den Ball hat er. Ball geht direkt wieder zurück. Die Riesenchance. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Bella Kotschap. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Lucas Alario. Stark gearbeitet hier. Sie üben schon früh Druck aus. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Burkhardt, er holt sich den noch. Jetzt der
Boah, so an, meine Güte, die Schalker kriegen sie genau, und dann retten sie dieses 1:0 über die Pause. Nur 1:0 in Darmstadt. Schauen wir mal in die Gesichter der Spieler, die können es kaum noch erwarten. Alario, fünfte Minute mit dem Goldtreffer. Gleich dürfen sie das Ding in den Himmel. Man muss es an Darmstadt gerade mal sagen, die haben echt gut gespielt. Jetzt gleich wird es, die haben uns das Leben so unnötig schwer gemacht. Was das eigentlich bedeutet. Naja, wir haben es auch unnötig schwer gemacht, muss man sagen. Wir haben ein paar gute Dinge gemacht, ey. Das war fast ein Grützspiel eigentlich nur. Dortmund das Geschenk gegen Werder. So, und letztes Spiel steht jetzt an in der, ich glaube in der Liga. Naja, schauen wir mal. Wir sehen uns dann wieder und ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet.